Hallihallo. Mal schauen, wie das alles ausgehen wird. Wir sind jetzt gerade bei einer Episode von Diablo 4. Wir haben aktuell das Luna-Event, wo es um das Jahr des Drachen geht. Es ist so ein chinesisches Mondjahresfest. Also, das sich jede 12 Jahre wiederholt, ist sowas ähnliches wie Astrologie mit diesen ganzen Sternzeichen-Kram, woran ich mich jetzt nicht wirklich orientieren möchte. Und es ist etwas dementsprechend etwas, was sich dann mehrfach wiederholen tut, alle 12 Jahre. Und statt Sternzeichen so Tierenrat wie Schwein, Affe, Pferd, Drache und so weiter. Ente und so weiter. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Bonus-Erfahrungspunkte zu schürfen und dementsprechend dann dadurch schnell auf Level 100 kommen zu tun, damit wir unsere 23 von 25 Errungenschaften haben. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird und was wir so alles sehen, was Besonderheiten mit sich birgt und interessant sein mag. Je nachdem, plus, minus und so weiter. So, jetzt sind wir schon mal da. Benutzen mal einen Schrein. Tödlicher Schrein. Ich glaube, um den geht es hier in dem Event. Den brauchen wir, um diesen Buff zu bekommen. Den können wir dann mit einem einer Inzenz, also einen Inzenz und einen Elixier, also Räucherwerk und Elixier kombinieren. Dann haben wir dann 10%, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Da, plus 30, also bei Weltstufe 40, 240 EP mehr, was sehr lukrativ für Nachtmare dann Albtraum Dungeon sein kann. Vor allem, wenn das ein hoher Tier ist, kann das sehr vorteilhaft sein, wegen den Mengen an Erfahrungspunkten, die man dazu bekommt mit diesen 30%. Und ja, bei solch einem Nutzen kann man dann nur sagen, warum denn auch nicht? Wenn man Videospiele bespielt, braucht man ja keine Gesichtsbeleuchtung mehr. Schauen wir uns mal an, was Jing Jui anzubieten hat und so weiter. Also können wir die Belohnung schon einfordern? Nee, dann müssen wir noch was dafür tun. So, da ist das Läutert den Schrein im Grasland von Kotama. Alright, schauen wir mal, was die da so anbieten können. Tada. Das war jetzt nicht notwendig. Ich habe keine Wut mehr. Erstmal machst du das so, dass du bei den Mobs, die du erlegst, Sprüche raushaust. Da haben wir ja jemanden. Komm, spiel. So, nimmt man das hier und bam. Autsch. Und ja, was auch immer wir gerade gedrückt haben. Ja, wir haben nicht genug Wut und dann ist so eine Stelle ist auch nicht würdig aufgenommen zu werden. Denn als Let's Player blenden wir viel. So. Viele Zwischenschnitte, nur Action.
So, oh, was haben wir denn da? Ulalala. Bam. Und nur Highlights. So, nehmen wir mal, was wollt ihr? Die ganzen Wirte dabei. Es hat gerade mächtig geleckt. Habt ihr das auch gerade mitbekommen? So, nee, komm mal her. Das interessiert mich nicht. So. Schön. Komm, spinnen wir noch das hier dazu.